Wir müssen noch mal schwer essen, jetzt bevor wir schlafen gehen, damit wir unsere Punkte vergeben. Energiereich. Wie kocht man denn energiereich? Also ich würde sagen, als erstes schmeißen wir mal den Fisch hier in die Pfanne. Ja, noch kommt da was. So, jetzt umrühren. Ja, schön umrühren. Dann hauen wir noch mal eine Geistoffel da rein. Ah, da kommt keine Energie bei rum, ne? Nee, 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 nee. So, schön rühren. Nochmal ein Teig. Der macht nochmal plus 7. Da kriegen wir aber keine 20 zusammen. Also da müssten wir demnächst dann nochmal um für eine Soße sorgen. So. Aber wir haben hier noch Ketchup, ne? Guck mal hier, plus 10 Energie. Plus 10 Energie. Jawolla. Und schön rühren. Jawolla. Also wenn das mal kein Gericht ist, dann weiß ich aber auch nicht. Zack. Gebackener Goldfisch und Spektralfritten in einer Bordelaise. Wenn wir jetzt mal schauen hier. Das Ding hat 23 in der Energie, ne? Nee, das ist ja was anderes, oder? Das Energie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also wir werden uns das Ding mal reinverleiben. So, nimm's meine Hand. Nicht essen, warum nicht? Ich muss nur einmal essen heute, okay. Dann kochen wir uns noch was Einfaches. Warte. Wir kochen uns noch mal einen Goldfisch. Mit einer ein bisschen Seegras. Ja. Wird heute nicht so spektakulär. Keine Soße dabei. Und noch ein Apfel dazu. Das gibt nochmal eine kleine süße Note. Muss für uns heute Abend jetzt erstmal reichen. So. Und Ratte. Nee, 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 nee. Ratte gibt's nicht schon wieder. Obwohl, wir müssen eigentlich heute noch ein Rattenraclette machen. Warte, wir fangen mal an mit. Oh, wir machen jetzt hier. Pass mal auf, was wir machen. Wir machen jetzt hier eine Ratte rein. So, schön nochmal umrühren. Jawohl. Dann eine Krabbe. Jetzt geht's hier ganz experimentell. So. Und dann noch ein Fisch. Also jetzt haben wir hier die große Fleischaktion. So überhaupt gar nicht vegetarisch oder sowas. So. Eigentlich hätten wir da noch eine Bechamel-Soße oder sowas draufhauen müssen. Rattenbraten und Pfefferscheren mit knuspriger Soße. Der arme Fisch. Nee, 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 so arm ist der gar nicht. Und er sieht wieder sehr, sehr in mit schuppiger Soße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, damit haben wir natürlich hier keine großen Punkte erreicht. Nicht mal Level 8 geschafft. Oh je. Also wir müssen definitiv ein bisschen mehr auf die Punkte achten. Aber jetzt geht's erstmal ab ins Bett. Eieieiei. So. Ich glaube, das Essen. Guru hat gesagt, nicht essen. Ich denke mal, Guru meint, dass wir das Essen zu diesem Dings dahin bringen sollen. Gehe ich mal in der Annahme. So. Wir ernten hier nochmal die letzten Sachen. Weil ich will tatsächlich das Feld komplett neu bestellen. Ach. Ne? Komplett einmal neu bestellen. Ihr habt noch zu fressen, ja, ne? Wir hätten ja auch ein bisschen Milch mal nehmen können, ne? Dass wir mal noch eine schöne Soße oder so machen. So. Wir haben wieder keine Rufpunkte gekriegt. Wir müssen definitiv mal ein bisschen mehr Tische, Stühle und mehr Gerichte hinbringen. Aber jetzt.
erst einmal zu diesem da das Gericht geben. Hi Speck. Mit Speck frisst fängt man Mäuse. Ach nee, falsch. Darum. Steht er denn noch da, der Gutste? Ich hoffe. Ich hoffe, das war das richtige Gericht, ne? Mal gucken, ne? Das Gericht rausholen. Das? Nein. Das, ne? Das hier. Okay. Hey, Herr Holzbein. Ich habe hier etwas, was Ihnen gefallen könnte. Wie nett. Er hat dir etwas zu essen vorbeigebracht. Komm schon, alter Kauz. Sei nicht unhöflich. Oh, oh mein Gott. Ah, du Mistkerl. Deine Zunge. Sie ist nachgewachsen. Es ist ein Wunder. Du hältst dich wohl für was Besonderes, Witziges. Was? Ja, ich kann auch witzig sein. Warte, warte, warte. Das war kein Streich. Ich schwöre es. Ich wollte nur ein guter Nachbar sein. Warum hast du dann versucht, mich mit diesem höllischen Schafgericht umzubringen? Ich dachte, es wäre ein sehr starker Geschmack nötig, damit du überhaupt etwas schmecken kannst. Warum sollte das so sein? Weil ich dachte, dass dir ein Hai die Zunge abgebissen hat. Was? Wie soll sowas denn überhaupt möglich sein? Dein Freund da drüben hat mir erzählt, ich dachte, es wäre besser, nicht weiter nachzufragen. Idrelin, findest du das etwa lustig, mich als eine Art Perversen hinzustellen? Ich wollte dir nur eine interessante Hintergrundgeschichte verpassen. So eine Geschichte will aber niemand. Nun, vielleicht bist du beim nächsten Mal einfach nicht so unhöflich zu den Kunden. Der erste Kunde seit Tagen und du ignorierst ihn. Ich hatte einen miesen Tag, okay? Also gehört der Laden euch beiden? Ihr seid Partner? Ja, es gab schon mal bessere Zeiten. In diesem Bezirk war früher echt viel los. Was ist passiert? Eins führte zum nächsten. Nachdem die zentralen Docks eröffnet wurden, war dieser Ort nicht mehr so beliebt. Fortschritt nehme ich an. Die Schließung des Leuchtturms war der letzte Nagel im Sarg. Der Leuchtturm? Ja, er war eines der Wunder von Ambrosia. Eines Tages gab es diesen Unfall. Das hat die Wärter ziemlich mitgenommen. Verstehe, wirklich schade. Nun, zumindest gibt es dieses neue Restaurant als eine Art Lichtblick, oder? Könnte der Nachbarschaft etwas neuen Glanz verleihen. Oder meinem Mund ein paar Verbrennungen. Komm schon, wenn Zest es geschafft hat, die gute alte Ketzermahlzeit zuzubereiten, muss er wirklich was drauf haben. Ketzermahlzeit? Es war damals ein Gericht zur Bestrafung, als ich noch in der guten alten Homogenie angehört habe. Mutmaßliche Ketzer haben das, und zwar nur das, wochenlang jeden Tag vorgesetzt bekommen. Spätestens nach 3 Tagen unterschrieben sie jedes Geständnis, das man von ihnen vor die Nase hielt. Deine Leute sind ja völlig wahnsinnig. Deshalb habe ich ihnen den Rücken gekehrt. Ich bin kein Fan von einem System, das so selbstverständlich auf regulärer Basis Folter einsetzt. Schon klar, jetzt folterst du nur noch zum Spaß. Na wie auch immer, es war lustig mit dir, Zest. Hoffentlich hilft dir das dabei, mir meinen kleinen Streich zu verzeihen. Falls du Rezepte brauchst, solltest du mit uns Fischermenschen sprechen. Menschen. Wir sind wohl weder Elfen noch Orks. Elks? Große Hirsche sind wir auch nicht. Wie wäre es mit Fischerfreunde? Das klingt grässlich. Mir gefällt es. Bleib irgendwie hängen. Seht ihr? Mitriel kann sagen, was sie will. Ich bin einfach ein Ass, wenn es um Namensgebung geht. Man sieht sich, Freunde. Boah, so ein Aha. So ein A, aber wirklich.
So. Ratte. Komm her, ja. Bleib hier, du Ratte, ich will dich. Komm hier. Gib Raclette. Ah, nee, Rattenraclette. Ei, der Daus. Was für ein... Vielleicht würde Speck gern ab und zu ins Restaurant kommen. Schadet nicht, wenn ich ihn frage. Also Speck sollen wir fragen. Und den Zauberladen, den habe ich ja ganz außer Acht gelassen. Birch, komm mal her hier. Birch, Birch, Birch. Nicht da lang, hier. 8 Uhr morgens, das können wir schaffen. Da ist noch alles drin. Huch, falsche Richtung. Ja, ja. Jetzt hat der Zauberladen nämlich auch auf. Ich kann jetzt Köder, habe ich gar nicht gelesen. Was ihr alles so seht. Wie gut, dass du das gelesen hast. Was ist denn hier los? Ah ja. Ei. Hier war ja der Unfall. Und warum hat der einen Haikopf auf? Ach, vergiss es. Da ist die Hexe. Ach, sie sitzt. Sieht trotzdem ganz schön. Naja. Holzig aus. Da ist ganz schön viel Holz vor der Hütte. Das ist so. Das kann ich gar nicht bestreiten. Aber glücklich ist was anderes, ne? Hi. Wie geht es dir? Was denkst du denn, wie es mir geht? Ich schätze mal nicht so gut. Nein, ganz und gar nicht. Ich bin jetzt ein Straßenwahrsager. Ich habe jahrelang gespart, um diesen Laden zu öffnen. Ich habe mich durch die endlosen Magikergenehmigungen, die Verantwortlichkeitsverpflichtungen und den Ende mit endemischen Korruption gekämpft. Und ihr Freaks habt ihn auf einen Haufen Schutt, ihn auf einen Haufen Schutt und schimmeligen Kartoffelbrei reduziert. Ich verstehe. Vielleicht kannst du dann mal meine Zukunft lesen. Ich gebe dir 5 Escudos. Ich kann dir sagen, dass deine Zukunft gerade ziemlich stark nach einem Blitzschlag ins Gesicht aussieht. Ich bin immer noch eine Hexe, Klugscheißer. Hey, das ist überhaupt nicht meine Schuld. Deine Kollegen sind diejenigen, die ihre Hilfe angeboten und ein Durcheinander veranstaltet haben. Das sind nicht meine Kollegen. Nun, ihr seid alle im Magiegeschäft tätig. Fasziniert von der Enthüllung der Geheimnisse des Universums und so weiter. Zu sagen, dass diese Wahnsinnigen von der Enthüllung der Geheimnisse des Universums fasziniert sind, ist so, als würde man sagen, dass ein Folterknecht nur darauf erpicht ist, deine innere Schönheit hervorzuheben. Ich bin überrascht, dass du sie so sehr verachtest. Ja, was für ein Geheimnis! Ich meine, dass du sie schon vorher gehasst hast, obwohl du ganz offensichtlich eine Art Vereinbarung mit ihnen hattest. Denn sie mögen zwar Wahnsinnige sein, aber sie sind mächtige Wahnsinnige mit verdammt vielen Ressourcen. Ich dachte, sie würden mir helfen, einen Kopfschmerz loszuwerden und mir obendrein etwas Geld bringen. Was für eine Art Kopfschmerz? Wen interessiert das noch? Alles, was mit unserer Vereinbarung zu tun hat, ist unter den Trümmern meines Lebens begraben. Ich wollte nur Magie studieren, meine Gabe nutzen, um Menschen zu helfen. Und schau, was mir das gebracht hat. Meine Hoffnung und Träume sind mit dem Parmentier bedeckt. Also das ist blöd. Tut mir leid. Ja, es ist blöd. Aber so ist das Leben. Ich muss wieder zurück ins alte Geschäft. Oh nein, so tief darfst du nicht sinken. Oh, buh! Oh, buh! In Anbetracht der Holzfäller-Hütten kann ich mir vorstellen, woran er denkt. Hä? Das ist das älteste Geschäft, du Tölpel. Und das mit den Blitzen war kein Scherz. Tut mir leid, es ist nur, so wie du angezogen bist,
Ich bündle meine Energie genau jetzt. Schon gut, tut mir leid. Welches Geschäft meinst du denn dann? Meine Familie besitzt eine Anwaltskanzlei. Ach du Schande. Oh nein, so tief darfst du nicht sinken. Das habe ich aber auch gerade gedacht. Es wäre fast lustig, wenn mein Lebenswerk nicht völlig ruiniert wäre. Sieh mal, du hast selbst gesagt, dass die Infinigen mächtig sind und Ressourcen besitzen. Vielleicht können sie dich entschädigen und dir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Oh, sie haben mich schon entschädigt. Wie? Lieber unabhängiger Magier-Kooperant, es hat uns zutiefst getroffen, dass unvorhersehbare Umstände dafür gesorgt haben, dass du alles verloren hast, was dir je lieb und heilig war. Oh, das ist aber böse. Sei versichert, dass dein edles Opfer dazu beigetragen hat, dass der Imperativ weiterhin erfüllt wird. Bitte akzeptiere diesen kostenlosen Früchtekorb. Wir hoffen, dass seine Süße dir helfen wird, diese bitteren Momente zu überwinden. Hochachtungsvoll die Infinigen, Empathie und der Abteilung. Oh, das ist aber bösartig. Naja, wenigstens sind keine Zitronen dabei. Das einzig Gute, was dabei herauskommt, ist, dass ich diese Idioten nicht mehr sehen muss. Sie waren übrigens auf dem Friedhof außerhalb der Stadt. Du wohnst ganz in der Nähe, also solltest du vorsichtig sein mit dem, was auch immer sie da draußen vorhaben. Uff, ich werde es mir merken. Brauchst du irgendwas? Lass mich einfach in Ruhe. Oh, sie sieht aber auch wirklich aus, als würde sie anschaffen gehen. Okay, wir sollen mit den Infinigen sprechen. Kann man sie jetzt nochmal ansprechen? Hör auf mich zu nerven, ich brauche dein Mitleid nicht. Eigentlich habe ich mich gefragt, ob du noch Treibstoff für den Kuhbeschwörer hast. Was kostet der? 1200 Amors. Wir müssen ja keine Kuh mehr beschwören, wir haben ja noch zwei Stück. So. Wir sollen mit den Infinigen sprechen. Und gefreiten Speck müssen wir auch nochmal anquatschen. Okay. Ist die Tür jetzt hier offen? Nee, ach so. Alles gut. Okay, dann werden wir nochmal kurz mit Speck quatschen. Hallo Miri, einen wunderschönen guten Abend. Wie war dein erster Arbeitstag? Auch bei Grit, wollte ich noch gefahren, habe ich vergessen. Hey Zest, ich habe gehört, dass dein Restaurant wieder geöffnet ist. Ja, ist es. Ich hoffe, ich werde dich dort mal sehen. Ja, naja, ich kann meinen Posten wirklich nicht verlassen. Bist du der Einzige, der dieses Tor bewacht? Natürlich nicht. Abgesehen von Unteroffizier Dominik. Ja. Das ist ein bisschen zu viel Druck für eine Person. Ich weiß, aber der alte Hafenbezirk hat nicht viel Macht, was die Strafverfolgung angeht. Wir müssen uns damit begnügen. Und dieses spezielle Tor ist nicht sehr wichtig, wenn es um die Sicherheit geht. Von hier kommt nie jemand. Warum? Weil hier eine furchtbar heimgesuchte Villa steht. Ich hab dir doch gesagt, es war nur ein Vogel. Und sonst nichts? Nun ja, da ist noch etwas anderes, aber die einzige Gefahr, die von ihm ausgeht, sind seine langen Ausschweifungen. Nun, es ändert nichts an der Tatsache, dass wir hier keine dritte Wache brauchen. Die Villa fängt an, zivilisiert zu werden und ich liefere jetzt Essen für das Restaurant. Die Dinge ändern sich. Verstehe, vielleicht könntest du dann mit meinem Vorgesetzten sprechen und ihm überzeugen, die Mittel für das Tor zu erhöhen. Hauptmann Bonifatius. Ich glaube, er mag mich nicht besonders. Oh, nicht er.
Er wird überhaupt nicht auf dich hören. Ich meine Leutnant Vulperius. Vulperius? Er bemüht sich, dass die Dinge glatt laufen, bekommt aber nicht viel Unterstützung. Ich werde sehen, was er zu sagen hat. Viel Glück. Nichts los auf Arbeit, oje. Ja, lieber Philipp, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, schlaf schön und bis morgen. Süße Träume dir. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig, ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, aber mit dem Vulperix da, Vulperius sprechen. Vulperius, der ist garantiert, wie spät haben wir es? 11 Uhr, das können wir noch erledigen. Guck mal hier. Vulperius. Haben wir irgendwo eine Zahl? Warum habe ich das jetzt nicht angedingst? Gib mir mal den Vulperius da. So. 21 Meter in diese Richtung. Das ist Vulperius. Das ist Vulperius. Leutnant Vulperius? Was ist los, Bürger? Ah, du bist derjenige, der in der Villa wohnt. Zest, nicht wahr? Ja, ich wollte mit dir über den Zugangstunnel sprechen. Vielleicht braucht ihr ein bisschen mehr Personal. Ich verstehe. Wir haben den gefreiten Speck an der Stelle eingesetzt. Er ist, seltsam, aber fleißig. Und überarbeitet ist er auch. Der Mann muss entlastet werden. Er hat angefangen, ein paar merkwürdige Dinge zu tun. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber ich habe einfach nicht genügend Arbeitskräfte. Entweder machen wir so weiter oder wir lassen das Tor unbewacht. Wir könnten es auch jeden zweiten Tag geschlossen lassen. Aber das würde dir wohl nicht gefallen. Wäre nicht sehr praktisch für mich, aber ich will ja nicht, dass der Typ durchdreht. Du scheinst es gut zu meinen. Und ich kann nicht bestreiten, dass Speck überlastet ist. Also gut, hör zu. Tief im Wald. Oh nein, 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 will ich nicht. Nein, 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 will ich nicht. Wenn ich schon anfange zu lesen, tief im Wald, dann weiß ich, was kommt. Oh nein. Guru, nein. Oh nein, 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 nein. Tief im Wald findest du vielleicht einen seltenen Anblick. Einen wilden Erwinbaum. Inwiefern ist das eine Hilfe? Sie sind sehr schwierig zu kultivieren und werden von den Einheimischen sehr geschätzt. Wenn du es schaffst, sie auf deiner Farm erfolgreich wachsen zu lassen, würde sie an Bedeutung gewinnen. Es gibt nicht viele Erwin-Farmen in Concordia. Verstehe. Irgendeine Idee, wo im Wald ich suchen sollte? Ich meine mich zu erinnern, einen orkischen Gebiet gesehen zu haben. Du musst den nördlichen Teil des tiefen Waldes... Natürlich, ich will in den tiefen Wald. Warum auch nicht? Denk an das Einhorn. Nein, 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 nein. Alles klar. Hol dir ein paar Samen von dem Baum und versuch dein Glück mit ihnen in deiner Villa. Wenn sie Wurzeln schlagen, ist das eine gute Nachricht für alle. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn die Bäume Früchte tragen, bring sie zu mir. Das hilft genau wie viel? Ich will nicht in den Wald. Einhorn. Nein. Nix Einhorn, Miri. Da hast du dich verlesen. Da ist der Wald. Da sind die anderen. Diese Infini-Dingelskirchen. Hallo. Tut mir leid, ich bin etwas ins Grübeln geraten. Vielleicht kann dir der Progressor weiterhelfen. Was macht die hier auf meinem Land? Guten Tag. Ich bin beschäftigt, Hüpfer. Lenk mich nicht ab. Sprich mit den anderen. Hüpfer? Jalla. Tut mir leid, Progressor.
Bitte entschuldige sie, Cess. Sie mag es nicht, abgelenkt zu werden. Was ist hier los? Was geht hier ab? Hä? Progressor? Ah, hallo Cess. Keine Sorge, wir entweihen nur eine Gruft. Natürlich. Wir entweihen nur eine Gruft. Vielleicht ist da ja das Einhorn drin. Ja, das sehe ich. Können wir kurz sprechen? Was gibt es? Es geht um das Mystic Emporium. Worum geht es genau? Nun, ihr habt es so ziemlich zerstört. Bei dem Versuch, dir zu helfen, wenn ich mich recht erinnere. Unentgeltlich, abgesehen von einem Steak. Und du hast deswegen jetzt ein eigenes Restaurant. Gern geschehen. Ja, danke. Ich wollte nicht undankbar klingen. Es ist nur... Also diese arme Hexe steckt wirklich in einer misslichen Lage. Sie ist transzendent. Transzendent. Glaub mir, einem Magieanwender kann viel Schlimmeres passieren. Besonders einem Unabhängigen. Das arme Mädchen will nur ein wenig Krimskrams und ein paar Zaubertränke verkaufen. Nicht jeder ist so krass drauf wie ihr. Ha! Ha? Ja, ha! Wenn das wahr wäre, was du gesagt hast, dann wären wir nicht in ihrem Keller. Also, ihr seid nicht in ihrem Keller. Du weißt schon, wie ich das meine. Was ist denn in ihrem Keller? Im Moment ein Haufen Schutt. Verstehe, Zaubergeheimnisse. Schön. Aber ich denke immer noch, dass ihr ihr helfen solltet. Und was genau denkst du, dass wir tun? Offen gesagt, diese Frage funktioniert normalerweise besser, wenn du die Antwort offensichtlicher ist. Wir sammeln ein paar Dinge, die uns helfen werden, ihren Laden zu restaurieren. Und damit auch unser Feldlabor. Ah, verstehe. Sie scheint das nicht zu wissen. Wir werden es ihr sagen, wenn wir alles fertig haben. Was eher der Fall sein wird, wenn wir keine Zeit mit Versprechungen verschwenden. Also, vielleicht seid ihr hier ein bisschen zu pragmatisch. Ich meine, sie ist nur ein Mensch. Wir haben ihr von der Empathieunterabteilung ein Standard-Trostpaket schicken lassen. Ja, das habe ich gesehen. Aber vielleicht solltet ihr ein bisschen mehr Interesse an ihr zeigen und sie wie eine Person behandeln. Das ist alles. Valorica ist stärker, als sie aussieht, Zest. Wer? Was? Du kanntest nicht einmal ihren Namen und hältst uns einen Vortrag darüber, wie wir mehr Interesse an ihr zeigen sollen? Okay, das war wohl die falsche Wortwahl. Sieh mal, wir werden das wieder gut machen, aber wir handhaben das auf unsere eigene Art. Wenn du deine Hilfe anbieten möchtest, kannst du uns vielleicht dabei helfen, die restlichen Gegenstände zu sammeln, während wir fertig werden. Was braucht ihr noch? Sprich mit dem Rest meines Dreiecks, sie werden es dir gerne sagen. Immer wieder Quests, ich will keine Quests mehr. Mit Pilius sprechen, mache ich jetzt. Komm, wir hauen hier ab. Wie spät ist es? 2 Uhr Nachmittag. Warte mal, komm mal her, Birch. Können wir mit dir da reinreiten? Ach, warte. Hier, steig doch mal auf. Steig auf den Vogel auf, Herrgott.